Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable und zu einer Folge, wo wir heute darüber reden werden, warum es dieses Jahr keine Starcoins im Adventskalender gab. Ob es in den verbliebenen Türchen noch Starcoins geben wird, ist aufgrund dieser Aussage fraglich, aber wir gehen erstmal im Detail darauf ein. In einem Post auf Instagram hat Star Stable sich dazu geäußert, wieso es dieses Jahr keine Starcoins im Kalender gab, und das Ganze ging wie folgt. Star Stable hat auf Englisch dazu geantwortet: Our team worked very hard to create some super Star Fam gifts for you, such as clothes, gear and pets for the gifts under the Yule tree and in the Winter Token Shop. Sie haben also quasi gesagt, unser Team hat sehr hart daran gearbeitet, super tolle Gegenstände für euch, wie zum Beispiel Klamotten, Ausrüstung oder eben auch Haustiere zu generieren, eben für euch und natürlich auch nochmal nicht nur unter dem Julbaum, sondern auch in dem Token Shop. Dazu zum Beispiel muss ich sagen, gab es eigentlich bisher nicht nur ein Haustier, weil wir hatten eins unter dem Weihnachtsbaum. Und im Tokenshop war auch gar keins. Heißt das jetzt vielleicht, dass wir noch ein Haustier bekommen? Weil sie ja in der Mehrzahl geredet haben? Vielleicht. Aber ich glaube, das wäre jetzt ein bisschen sehr weit hergeholt. Auf jeden Fall sagen sie weiterhin: We always want to show our appreciation for this community's incredible loyalty and passion. So if there's anything that is on our wish list that you would love to see the next holiday season, we would love to have your wishlist. Also sie sagen ganz klar, was möchtet ihr denn eigentlich so im Kalender, oder besser gesagt, was möchtet ihr so in den ganzen nächsten Urlaubssachen, in den nächsten Freizeiten, was möchtet ihr da so an Gegenständen haben? Einfach teilt sie uns mit, wir arbeiten da immer sehr, sehr hart daran. Also diese ganzen Sachen sind ein bisschen schwierig einzuordnen, aber wir können auf jeden Fall sagen, dass Star Stable auf diesen Kommentar, der übrigens in Wortlaut ungefähr so ging: Warum gab es dieses Jahr keinen 300 Starcoins Code? Auf diese Frage hat Star Stable eben darauf eben genau so geantwortet, dass sie eben dieses Jahr sehr daran gearbeitet haben, eher Gegenstände herzustellen, also sowas eben wie Klamotten, Ausrüstung oder eben Haustiere. Und deswegen eben wurde nicht direkt darauf geantwortet, dass es jetzt keine Starcoins in der Art gibt. Natürlich haben wir noch ein paar Tage, aber wenn man so die letzten Jahre reinschaut, ist es eher unmöglich eigentlich, dass man da noch Starcoins bekommt, denn es gab noch nie die Starcoins irgendwie am Ende, sondern die Starcoins waren bisher immer am 25. Und da hatten wir ja dieses Mal den Yeti. Und es scheint so, als hätte sich Star Stable eben derzeit dagegen entschieden und möchten jetzt sozusagen eher auf Geschenke in diesem Bereich, wie jetzt hier auch eben den Betty, den Yeti hier machen, dass wir eben eher so Gegenstände bekommen und eben nicht direkt Starcoins. Was man sagen kann, ist, wenn man so die Haustiere anschaut, dass ein Haustier auch so um die 300, 350, teilweise sogar 450 Starcoins wert ist. Also vom generellen Value her sind wir ungefähr gleich geblieben. Das Einzige, was die Leute teilweise, was ich gelesen habe, gestört hat, ist, dass sie die 300 Starcoins gerne in ein Pferd investiert hatten. Dass sie quasi diese 300 Starcoins genau noch gefehlt haben. Und jetzt unter diesem Schirm, den man jetzt auch derzeit eben aufspannt, dass der Zukunft die wöchentlichen Starcoins für zumindest Star Rider oder zukünftige Lifetime Star Rider eben wegfallen, ist natürlich jeder Starcoins-Code, den man bekommt, deutlich mehr wert, da man ansonsten ja alles mit Geld finanzieren müsste. Also ein Sparen wird dann zumindest für die normalen, in Anführungszeichen, Star Rider und eben auch für die zukünftigen Lifetime Star Rider dann sehr schwer bis gar nicht möglich werden. Von daher glaube ich, ist der Hauptpunkt, der die Leute gestört hat, eher die fehlende Kommunikation, aber man kann ganz klar sagen, Star Stable hat versucht, dieses Jahr sich viel mehr auf so
man sagt so schwer, Naturalien, also eher so Geschenke zu vertiefen oder zu versteifen, hört sich blöd an, eher so zu fokussieren, genau, fokussieren ist da vielleicht das bessere Wort, eher so auf Geschenke zu fokussieren, als auf jetzt die Starcoins Codes. Was heißt das für die Zukunft? Werden die Starcoins als Codes wegfallen? Es sieht sehr stark danach aus, als würden Starcoins Codes eher jetzt nur noch eine ganz besondere Sache sein. Vielleicht mal zu einem mega krassen Anlass oder irgendwas in der Art. Ich tippe schwer darauf, dass die Starcoins Codes leider mit diesem Jahr dann so ihr Ende gefunden haben und in Zukunft dann auch die wöchentlichen Starcoins nur noch für die alten Langzeitspieler, also für die Lifetime-Leute, und ich nenne es immer Lifetime, also für die Pay-Ones, die einmaligen Zahlungs-Star-Rider, nur noch dann sind, die vor dem Dezember abgeschlossen haben. Es ist halt eine neue Zeit, in die Star Stable sich jetzt hier ändert. Und ich glaube, die wenigsten Leute hätten das sich daran gestört, wenn vorher das Ganze ein wenig besser kommuniziert ist. So sind wir jetzt alle ein bisschen wachgerüttelt worden und ein bisschen erschrocken, als da der Code aufgegangen ist, als da das Türchen aufgegangen ist und im Endeffekt dann ein Yeti drin war, der zwar eigentlich ganz lustig ist, aber irgendwie dann doch, wenn man eine andere Sache erwartet, so ein bisschen zu, naja, negativen Äußerungen geführt hat. Was kann man jetzt im Endeffekt sagen? Vermute ich, dass dieses Jahr noch Starcoins kommen? Ich tippe ganz schwer zu 95%, dass wir keine Starcoins bekommen werden, da Star Stable doch in der Hinsicht so ein bisschen alt eingebacken ist und im Normalfall ihre Anordnung der Sachen im Kalender nicht geändert hat. Wenn man so die letzten Jahre geguckt hat, war es eigentlich immer sehr geradlinig, immer so, Item, Lückenfüller, Lückenfüller, Item, Lückenfüller, 25. Code, dann am Ende nochmal ein Haustier. Ob wir überhaupt ein Haustier bekommen, ist natürlich, nachdem wir das Haustier jetzt am 25. hatten, fraglich. Vielleicht bekommen wir auch einfach nur irgendetwas Passendes, was dann eben zu Silvester passt, im letzten Türchen. Wie zum Beispiel ein Stapel Raketen. Wir haben ja selber jetzt schon immer wieder Raketen, die wir jetzt auch hier so bekommen. Das wäre jetzt das Einzige, was ich mir vorstellen würde. Vielleicht eine besondere Rakete, die eben sich nicht verbraucht, so wie wir eben schon in den letzten Jahren ganz früher mal dieses dauerhafte Pulver hatten. Vielleicht kriegen wir eine dauerhafte Rakete oder eben sowas in der Art. Aber um zum Thema des Videos zurückzukommen, sieht es dieses Jahr schlecht aus mit Starcoins, die wir im Kalender haben. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und dann sage ich danke fürs Zuschauen, wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen zweiten Weihnachtsfeiertag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Glad I was a part of it. Someday I will feel alright. Timing felt so right and we gave it all. Fight. Can you feel the beat of the air?